Yo, 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 Leute, was geht denn, Alter? Hier ist der Schiffsseiler, ne? Mal wieder am Start. Und ich wollte mal eine kleine Ansage machen. Ich werde jetzt alle meine neuesten Tracks hier bei UpTracks hochladen. Weiß nicht, ob diese Plattform jetzt gut ist. Manche würden sagen, oh nee, bloß nicht oder so, mach mal nicht und so. Aber keine Ahnung, ist mir jetzt nicht besser eingefallen, weil ich möchte mich von YouTube einfach distanzieren. Von YouTube habe ich einfach keinen Bock mehr. Irgendwie nervt das Alter noch ab, weil da gibt es eh nur dann, keine Ahnung, Ärger, wenn du Pech hast. Und da das ja quasi hier eine reine Musikplattform ist, wo halt so Bands oder Produzenten ihre Ergüsse hochladen können, mit vielleicht einem guten Ergebnis, wenn es wirklich gut ist, ne? Dann probiert man einfach mal, ne? Also, ihr hattet neueste Sachen, gibt es jetzt noch hier. Link ist noch in der Beschreibung unten für Leute, die mich weiter verfolgen wollen, beziehungsweise machen, sehen wollen, was ich so mache. Bei YouTube muss ich jetzt sagen, wie gesagt, wird nichts mehr hochgeladen, die Videos bleiben bestehen. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist sämtliche Videos löschen, die nicht meinen Content entsprechen oder beinhalten, sag ich mal so, ne? Sprich zum Beispiel ein 90er Oldschool Techno Classic Mix zum Beispiel oder das hier, Part 5, ne? Minori Part 4, Part 3, bla 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 bla. Da werde ich alles löschen hier, auch das kommt weg, ne? Und das sowieso, wenn ich sowas schon lese bei YouTube, wenn ich da ein Video hochlade und sowas lese immer, viele Kotzen, Alter. Genau wie das hier, ne, wie in dem Videomaterial von Ghost Nachricht auf den Sam. Oh, böser, böser, böser Junge. Und das ist für mich YouTube einfach für einen Musiker, sag ich mal, ist das einfach eine Scheißplattform, ne? Genau, das werde ich jetzt machen und den Rest, ja, das Wort eigentlich. Also seid mir nicht böse, was das betrifft, oder weiß ich nicht, wenn er mich hasst, dann hasst er mich eben, dann ist es, so muss ich damit leben. Aber ich denke mal, so wahre, also wahre, ich sag mal in Anführungsstrichen Fans oder so, die wirklich meine Musik toll finden, die will mich auch dann bei UpTracks weiter weiterverfolgen. Weil, wie gesagt, ne, zum Beispiel kommt morgen ein neuer Track raus, den werde ich auch laden. Auch wieder in der 90er Techno-Schiene so ein bisschen, ne? Den werde ich dann hier hochladen, mal gucken, wie der so ankommt. Ja, und ansonsten wartet Leute, dann sehen wir uns, haben wir rein. Wiedersehen, tschüss und arrivederci.